kann man die Dividendenzahltagsstrategie auch mit Kleingeld starten? Beziehungsweise ab welchem Betrag würdest du sagen, lohnt es sich, solch eine Strategie dann auch zu verfolgen? Natürlich muss man irgendwann anfangen. Und wer nicht gerade mit dem silbernen Löffel im Mund geboren wurde, der hat vielleicht auch am Anfang keine 10.000, 100.000, 20.000, was weiß ich, wie viel 1.000 Euro übrig. Bei den heutigen Brokerkommissionen macht es durchaus Sinn, auch mit einem Anfangskapital von 1.000 oder 2.000 Euro anzufangen. Für mich ist das immer so die kritische Masse, wo ich sage, eine Aktienposition von 1.000 Euro in einer Aktie. Und wenn ich 2.000 Euro habe, kann ich zwei Aktien kaufen. Wenn ich 5.000 Euro habe, kann ich fünf Aktien kaufen und mein Depot dementsprechend diversifizieren. Es geht also auch mit kleinem Geld. Und man muss klar sagen, die Zahltagsstrategie ist nichts, wo man hingeht und sagt, innerhalb von 3 Monaten werde ich Millionär, sondern es ist ein Marathon. Es ist also eine Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen, die ich eingehe, wo ich sage, diese Wirtschaftsunternehmen erwirtschaften einen bestimmten Profit über die Jahre. Ich bekomme meinen Anteil davon ab als Dividende und ich kann akkumulieren, indem ich diese Dividenden wieder anlege regelmäßig. Und es ist wie so ein Schneeball, den man dann einmal anfängt zu rollen. Am Anfang ist es ein kleines Rinnsal auch von Dividenden, was einem so zufließt. Aber dieser Strom gewinnt dann an Fahrt und je länger man das macht, es ist eben dieser Marathonlauf, je länger man dabei ist, desto stärker schwillt der Strom an. Also es geht ja nicht in der linearen Funktion, sondern es geht in einer exponellen Funktion dann nach oben. Das heißt, wenn ich einen Dividendenstrom habe, der sich alle 5 Jahre verdoppelt, dann bedeutet das, ich habe in 5 Jahren doppelt so viel Einkommen wie jetzt und in 10 Jahren habe ich 4-mal so viel Einkommen wie jetzt und in 15 Jahren habe ich 8-mal so viel Einkommen wie jetzt. In diesen Zeiträumen muss man dann denken und da ist es eben auch am Anfang wichtig, wenn man sagt, ich habe nur 2.000 Euro, dann fangt bitte jetzt an damit. Und man kann dann jeden Monat sich vielleicht 50 Euro auf die Seite legen und das zusätzlich dann investieren. Und das läppert sich über die Jahre dann auch zusammen.